Navalaba Girivaradari Jaya Gopijanavalaba Girivaradari Jaya Gopijanavalaba Girivaradari Jaya Gopijanavalaba Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachariyam Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijanavalava Girivaradari Jaya Gopijanavalava Girivaradari Jaya Gopijanavalava Girivaradari Jaya Gopijanavalava Girivaradari Asharanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachariya Yamunatiravanachariya Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijanavalava Girivaradari Jaya Janavalava Girivaradari Asharanandana Vrajajanaranjana Dana Vrajajanaranjana Yamunatiravanachari Yamunatiravanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja
Vihari Jaya Raja Madhava Kunja Vihari Sri Sri Radha Madhava Ki Jaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhirayet. So, Deutsch oder Englisch? Ich glaube Deutsch, oder? Deutsch? Englisch? Nur Deutsch, nur Englisch, ja? Englisch, glaube ich. Aber kann jemand übersetzen für Sie, ne? Russisch? Ja. Yeah. So, wir sprechen auf Deutsch. Wir lesen aus dem Srimad Bhagavatam, dritten Kanto, der Status Quo mit dem Original-Sanskrit, Devanagari-Text, lateinischen Transliterationen, deutschen Synonymen, Übersetzungen und Ausführungen und Erläuterungen von seiner göttlichen Gnade A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Und wir lesen hier im 19. Nee, welchen Kapitel? 29. Kapitel. Vers Nummer 32. Bitte wiederholt. Artha Gyat Sanshaya Cheta Artha Jat Samsaya Cheta Artha Gyat Sanshaya Cheta Tataham Shreyan Sva Karma Krit Tatashreyan Sva Karma Krit Tatashreyan Sva Karma Krit Muktam Sangas Tatu Bhuyan Mukta Sangas Tato Bhuyan Mukta Sangas Tato Bhuyan Adhokdam Dharmam Atmanaha Adhokda Dharman Atmanaha Artanyat Samshaya Cheta Tatah Shreyan Svakarma Krit Mukta Sangas Tato Bhujan Adhokda Dharma Matmanaha Artanyat Samshaya Cheta Tatah Shreyan Svakarma Krit Mukta Sangas Tato Bhuyan Adhokda Dharman Atmanaha. Samsaya Cheta Tata Shreyam Svakarma Krit Mukta Sangas Tato Bhujan Adogda Dharmam Atmanaha. Please.
Artanyat samshaya cheta tata shreyam svakar mukta sangastato bhujan adhokta dharmanatmanah artanyat samshaya cheta tata shreyam svakarma krit mukta sangastato bhujan adhokta dharmanatmanah. Vielen Dank. Bitte wiederholt, Wort für Wort Übersetzung. Artajat. Als jemand, der den Sinn der Veden kennt. Shamshaya. Zweifel. Cheta. Jemand, der durchtrennt. Tataha. Als er. Shreyan. Besser. Svakarma, seiner vorgeschriebenen Pflichten. Krit, jemand, der erfüllt. Muktasangaha, befreit von materieller Gemeinschaft. Tataha, als er. Bhujan, besser. Adhokdha, nicht ausführend. Dharmam, hingebungsvollen Dienst. Atmanaha, für sich selbst. Übersetzung und Erläuterung von Srila Prabhupada Ki Jai. Besser als der Brahmana, der den Sinn der Veden kennt, ist derjenige, der alle Zweifel vertrieben hat. Besser als der Brahmana, der den Sinn der Veden kennt, ist derjenige, der alle Zweifel vertreiben kann. Und besser als er ist jemand, der streng den brahmanischen Prinzipien folgt. Besser als er ist jemand, der von aller materieller Verunreinigung befreit ist. Und besser als er ist ein reiner Gottgeweihter, der hingebungsvollen Dienst ausführt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Erläuterung. Artanya Brahmana bezieht sich auf jemand, der eine ausführliche analytische Studie der absoluten Wahrheit vorgenommen hat und der weiß, dass die absolute Wahrheit in drei verschiedenen Phasen, nämlich als Brahman, Paramatma und Bhagavan, erkannt wird. Wenn jemand nicht nur solches Wissen besitzt, sondern auch imstande ist, alle zweifelnden Fragen zu klären, die in Bezug auf die absolute Wahrheit gestellt werden mögen, gilt er als besser. Darüber hinaus mag jemand ein gelehrter Vaishnava Brahmana sein, der eindeutige Erklärungen geben und alle Zweifel beseitigen kann. Doch wenn er nicht den Vaishnava-Prinzipien folgt, befindet er sich nicht auf einer höheren Ebene. Man muss imstande sein, alle Zweifel zu beseitigen und gleichzeitig die brahmanischen Eigenschaften entwickelt haben. Ein solcher Mensch, der den Sinn der vedischen Unterweisung kennt, die in den vedischen Schriften seine Schüler auf diese Weise lehrt, wird als Acharya bezeichnet. Die Stellung eines Acharya ist es, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, ohne den Wunsch zu haben, zu einer höheren Lebensstufe erhoben zu werden. Der Brahmana mit der höchsten Vollkommenheit ist der Vaishnava. Ein Vaishnava, der die Wissenschaft der absoluten Wahrheit kennt, aber nicht imstande ist, dieses Wissen zu anderen zu predigen, steht auf einer unteren Stufe.
Während jemand, der nicht nur die Prinzipien der Wissenschaft von Gott versteht, sondern auch predigen kann, sich auf der zweiten Stufe befindet. Und jemand, der nicht nur predigen kann, sondern auch alles in der absoluten Wahrheit und die absolute Wahrheit in allen sieht, gehört der höchsten Klasse der Vaishnavas an. Es ist hier erwähnt, dass ein Vaishnava bereits ein Brahmana ist. In der Tat hat man die höchste Stufe brahmanischer Vollkommenheit erreicht, wenn man ein Vaishnava wird. Om Agyana Timirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namo Prabhupada Priyadasaya Jagannathaya Tranandamurtaye Bhakta Sukaya Krishnotkirtanena Narisinghena Rakshataya Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschatyade Shatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shri Varsha Vana Videvi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayine Prabhave Namaha Madhuryojvala Premadhyaya Shirupanuga Bhaktira Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Vanchakalpa Tarubhyascha Namaste Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvyaiva Cha Patitranam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam Namo Mahavaranjaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvise Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopipakanta Radhakanta Namostute Jayatam Surato Pangor Mamamanda Matirgati Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohano Divyadvrindaranya Kalpadrumada Srimadratangara Simhasanasto Srimadrada Srila Govinda Devo Prishtalevi Samanao Smarami Srimandra Sarasarambi Vamsivata Tatastitaha Karsham Veno Svanai Gopi Irgopinata Sriyestunaha Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishavanu Suta Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gradhara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nochmal der Vers Artanyat Samshaya Cheta Tata Shreyan Svakarma Krit Mukta Sangastatu Bhuyam Adhukda Dharmanatmanaha. Besser als der Brahmana, der den Sinn der Veden kennt, ist derjenige, der alle Zweifel vertreiben kann. Und besser als er ist jemand, der streng den brahmanischen Prinzipien folgt. Besser als er ist jemand, der von aller materieller Verunreinigung befreit ist. Und besser als er ist ein reiner Gottgeweihter, der hingebungsvollen Dienst ausführt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. So, ein sehr schöner Vers. Ich lese ganz kurz den Vers von gestern. So, also hier ist eine Kategorisierung, die eigentlich typisch ist für die vedischen Schriften und auch den Bhagavatam. Auch gerade in diesem Teil von Bhagavatam, wo eigentlich sehr viel ganz genau, ganz präzise kategorisiert wird.
Die Wissenschaft vom Krishna-Bewusstsein oder das vedische Wissen ist nicht vages Wissen. Es geht auch nicht um irgendwelche Spekulationen oder Gefühlsregungen, sondern das ist wirklich eine Wissenschaft, eine sehr präzise, sehr genaue Wissenschaft und verschiedene Aspekte und unter diesen verschiedenen sagen, philosophischen Traditionen, die es gibt in der vedischen Kultur, also Vedanta, Mimamsa, was gibt es noch, Vaisheshika, Yoga, Karmakanda etc., alles verschiedene Zweige der Veden, sind alles sehr praktisch, technisch und nicht eben einfach nur irgendwelche Ideen, irgendwelche Spekulationen oder schwammiges Wissen, sondern sehr sehr detailliert. Und für mich war das, als ich angefangen habe, mich ein bisschen aktiver mit den Büchern von Srila Prabhupada auseinanderzusetzen, war für mich das am überzeugendsten oder anziehendsten, dass diese vedische Schriften oder Bhagavad Gita oder das Bhagavatam verschiedene... Gibt es irgendwas Wichtiges? Wo steht das fast genau? Achso, die kommen jetzt schon, um das abzuholen? Dann musst du kurz zu Trivanga gehen. Ich dachte, die kommen erst um 9 oder 10. Die sind mit so Trivanga, weil Trivanga muss die Schaufel und die Gabel alles wegräumen. Das ist direkt am Eck, am hinteren Eck von der Scheune. Also wirklich, wenn du an der Scheune vorbeigehst, an den Rosen vorbei und am Ende vom Rosenbeet. Genau, unterhalb von Ananda Krishnas Studio praktisch. Direkt am Eck. Dankeschön. Das ist ein Ölfass, was schon lange entsorgt werden muss und heute wird es endlich entsorgt. Ich bin sehr froh. Aber die sollten eigentlich erst um 9, 10 kommen. Sind sie schon früh unterwegs. Zum Beispiel ganz einfache Informationen, wie zum Beispiel, wie kann man das menschliche Leben zusammenfassen? Das menschliche Leben, da gibt es Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Sehr simpel zusammengefasst. Diesen Zyklus machen nicht nur Menschen, sondern eigentlich alle Lebewesen in der materiellen Welt. Untergehen diesen vier Veränderungen. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Sehr simpel zusammengefasst. Und so gibt es verschiedene solche Aspekte, die ganz simpel und klar alles auf den Punkt bringen. Auch was sind die Hauptaktivitäten, während man in dieser Welt ist. Essen, Schlafen, Verteidigung und Fortpflanzung. Auf den Punkt gebracht, sehr simpel, sehr klar. Da gibt es nicht viel mehr. Und da gibt es eine lustige Geschichte von Manida Prabhu, als er, ich glaube, er hat damals ein Restaurant in Stockholm gemanagt und da haben öfter Schulklassen den Restaurant und Tempel, kleinen Tempel in Stockholm besucht, um sich über Hinduismus zu erkundigen und Hare Krishna und so Weltanschauungen. Und einer der Lehrer wollte Manida Prabhu vor der Klasse so ein bisschen herausfordern. Und sagt also, ihr schaut keine Filme an, oder wie? So, na, vielleicht doch, manchmal schon. Also würdet ihr mit uns ins Kino kommen? Und er so, ja, ich würde schon ins Kino mit euch gehen, aber ich habe nur eine Bedingung. Eine Bedingung. Und zwar, der Film soll nicht über Essen, Schlafen, Verteidigung oder Fortpflanzung gehen. Wenn es so einen Film gibt, dann komme ich mit. Und dann war der Lehrer ganz verwirrt und wusste nicht, was er dazu sagt. Dann hat die Klasse über den Lehrer gelascht, hat über Manida Prabhu. So, solches Wissen, wenn man solches Wissen sich angeeignet hat, oder das, dann betrachtet man die Welt von einer ganz anderen Warte, man hat eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Ne? So, und in diesem Fall wir haben ja vorher viel über die Kategorisierung oder auch Hierarchie der Elemente gehört, der Sinne gehört. Ne? Da gibt es eine ganz klare Hierarchie auch, ne? Welches Element dem nächsten oder dem vorangegangenen übergeordnet ist und feinstofflicher ist und letztendlich
die Seele und die Überseele, ne, als die höchsten Prinzipien, die noch drüber stehen. Und in dieser Kategorisierung hier geht es jetzt um die Qualifikation von verschiedenen Personen. Wir sind hier schon angekommen, jetzt bei den Brahmanas. Ne? Besser als der Brahmana, der den Sinn der Veden kennt, ne, ist jemand, der alle Zweifel vertreiben kann. Ne? Sehr interessant. So, die Brahmanas sind von Natur aus in Tugend beschäftigt. Ne? Das heißt, sie sind mit Ritualzeremonien beschäftigt. Sie führen ein sehr sauberes Leben. Sie haben auch eine sehr strikte Diät. Ne? Es ist immer noch so in Indien. In Indien sind ungefähr, man könnte sagen, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung ist immer noch vegetarisch. Und die meisten von denen sind, weil sie von, also Tradition und von der Familie her, einer höheren Kaste angehören. So generell, vor allem Brahmanas, man erwartet schon, dass sie Vegetarier sind. Die anderen Gesellschaftsschichten sind oftmals nicht Vegetarier. Außer sie sind Devotis, dann auch wieder. Es gibt vor allem in Gujarat, sind alle Devotis von Krishna, und obwohl sie nicht Brahmanas sind, alle Kasten, die meisten sind Vegetarier dort, ne? So 80% oder so. Und es kommt auch hier heraus, dass am Ende, sagt Prabhupada, letztendlich ist der Vaishnava das Höchste. Wenn du Vaishnava bist, bist du automatisch Brahmana. Nisingadi Bhagavan ki jai. Wenn man Vaishnava ist, als Vaishnava hat man automatisch die Qualifikation eines Brahmana mit inbegriffen, sozusagen. Egal, was für einen Hintergrund man hat. Und basierend auf diesem Prinzip hat auch Srila Prabhupada seine westlichen Schüler, die sozusagen von der Prägung und Kultur her keine brahminische Qualifikation haben, trotzdem brahminische Einweihung gegeben, brahminische Tätigkeiten beigebracht und in brahminischen Tätigkeiten beschäftigt. So, Brahmanas sind im Allgemeinen die sozusagen diejenigen, die sich wirklich an höhere Prinzipien halten, die Disziplinen haben, sehr strikte Traditionen haben, und manche Brahmanas nehmen das sehr ernst. Es gibt manche Brahmanas, die auch im Westen dann kommen und im Westen leben. Und ich habe so einen Brahman von so einem Brahmana gehört, der in Passau studiert hat, von seiner Sri Vaishnava Tradition, der dann eine Zeit lang auch hier mitgeholfen im Pujari-Raum. Er hat einmal, als er durch die Stadt gelaufen ist in Passau, jemanden angefasst, so aus Versehen, der eine Wurst in der Hand hatte. Ne? Und er war total gestört, ist sofort nach Hause gerannt, hat seine Klamotten in die Waschmaschine getan, hat sich geduscht. Ne? So, der hat das wirklich sehr, also das ist ein hohen Standard. Ne? Aber als Devotis, das Beispiel gebe ich dann immer, als Devotis, gerade als Buchverteiler, ist man oft in Kontakt mit allen möglichen Leuten, die alles Mögliche in der Hand haben, was man nicht anfassen sollte. Ne? Bier, Wurst, was auch immer, ne? Döner. Und die Devotis kommen immer wieder in der Situation, wo die Person ein Buch nehmen will. Oh ja, ja, klar, nehme ich gerne das Buch. Kannst du kurz halten? Dann kann ich mein Geld holen. Und die Devotis dann... Und die Devotis hält es, aber für ein höheres Prinzip, ne? Und ich kenne einen Sankirtan Devote, der stand neben einer Mülltonne, hat es bekommen und hat es spontan einfach in die Mülltonne geworfen. Und der hat es gar nicht gemerkt. Der hat dann bezahlt, das Buch genommen und ist weg, happy weggegangen. Aber das kann man nur spontan machen. Ne? Wenn man das nachmacht, vielleicht will er das Buch dann doch nicht haben. Ne? Aber der Punkt ist, dass Brahmanas auf jeden Fall ein sehr vorbildliches Leben haben, führen sollten. Natürlich ist im Kali-Yuga so, dass leider nicht unbedingt die Qualifikation einen in die Position eines Brahmana bringt, sondern sehr oft ist das System ist so korrumpiert, dass Menschen eine bestimmte Kaste oder bestimmten Status in der Gesellschaft verlangen, nicht aufgrund von ihrem Verhalten, sondern aufgrund von ihrer Geburt. Und das wird in der Bhagavad Gita aber eigentlich nicht unterstützt. In der Bhagavad Gita heißt es, dass diese vier Gesellschaftsschichten nach Janma, nicht Janma Karma, sondern, wie heißt es?
Guna Karma Vibhaga Saha. Entsprechend den Gunas, den Eigenschaften und Karmas, den Tätigkeiten, die jemand ausführt, dementsprechend werden die Menschen in 4 Gesellschaftsschichten unterteilt. Also nicht Janma Karma, also nicht entsprechend der Geburt und der Tätigkeiten, sondern Guna Karma, ganz wichtig. In der Bhagavad Gita haben wir ja auch eine Liste von verschiedenen Eigenschaften, die ein Brahmana aufweisen muss, um als Brahmana anerkannt zu werden. Er muss wahrhaftig sein, er muss barmherzig sein, er muss selbstbeherrscht sein, friedfertig, etc., etc., sauber, rein. So all diese Eigenschaften, wenn man diese Eigenschaften hat und diese Eigenschaften kultiviert, dann entwickelt man brahminische Qualifikationen. Aber oftmals sind die Brahmanas, obwohl sie den Sinn der Veden kennen, nicht unbedingt fähig, alle von ihnen Leute zu überzeugen oder zu predigen, in anderen Worten. Viele Brahmanas leben vielleicht oft sehr isoliert und wollen gar keinen Kontakt haben zu den unreinen Mlechas, Javanas und gefallenen Kali-Yugas-Menschen. So, dann hat zwar er einen Nutzen davon, aber dann haben die anderen nicht einen Nutzen davon. Beziehungsweise manche Brahmanas sind, manche Spiritualisten allgemein sind sehr zurückgezogen. Es gibt im Prinzip, in unserer Tradition wird es als Goshtianandi und Bhajanandi bezeichnet. Die Goshtianandis sind diejenigen, die in die Welt hinausgehen und das Wissen hinaustragen. Und die Bhajanandis sind diejenigen, die sich zurückziehen in ihrem Bhajan, in einem kleinen, zurückgezogenen Ashram, Bhajan Kutir, einen kleinen Raum haben und einfach dort chanten, meditieren und Verehrungen ausführen. Sehr einfach leben, sehr entsagt, aber eben von der Welt zurückgezogen. Und der Bhajanandi, er ist auf dem Schlachtfeld sozusagen, draußen in der Welt und versucht, möglichst viele Leute zu erreichen und in Kontakt zu bringen mit diesem Wissen. So, diese zwei Traditionen gibt es. Und hier wird gesagt, derjenige, der Zweifel vertreiben kann, der predigt, der mit Leuten, die Zweifel haben, Leute, die kein klares Verständnis haben, wenn er sie überzeugen kann, dann ist er besser. Das gilt als besser. Und Prabhupada betont es auch immer wieder in seinen Büchern, dass wir unsere Bewegung ISKCON auch in der Stimmung von Bhajanandi ist. Wir sind Bhajanandis, wir sind in der Welt und versuchen, möglichst viele Menschen einen Nutzen zu bringen. Wir kultivieren natürlich auch unser spirituelles Leben, aber unser Fokus ist nicht nur, uns auf uns selbst zu fokussieren und unsere eigene spirituelle Befreiung im Vordergrund zu haben, sondern wir wollen tatsächlich möglichst viele Menschen mitnehmen. Und Zweifel vertreiben können, ist da ein ganz wichtiger Punkt. Zweifel sind eigentlich kein Problem, wenn man sie beseitigt, wenn man sie klärt, wenn man Fragen stellt. Man sagt sogar, dass Zweifel ein Zeichen von Intelligenz sind. Wenn man zweifelt, wenn man fragt, wie zum Beispiel Muradi, hat er uns gestern Prasadam ausgeteilt, Muradi. Und dann hat er den Teller berührt, mit der Kelle, so BÄM! Und dann hat Ramananda gesagt, nein, du darfst den Teller nicht berühren. Und dann hat Muradi gesagt, wirklich, warum denn? Kinder haben immer, das ist eine ganz wichtige Entwicklungsstufe in Kindern, wenn sie dann fragen, warum? Warum denn? Warum? Weshalb? Warum? Weil durch die Antworten, die sie dann bekommen, lernen sie und werden schlauer und schlauer. Dann hat Ramananda erklärt, dass es dann verunreinigt ist etc. Und er war dann so, Also wenn man in Zweifel ist eine gute Position, um Wissen zu empfangen, wenn man diese Zweifel klärt, wenn man Fragen stellt. Man kann natürlich auch in Zweifel versinken, wenn man darüber nicht spricht. Dann können Zweifel zerstörerisch sein. Weil die Zweifel können einen praktisch auffressen. Wenn man mit niemandem darüber redet, dann wird der Zweifel immer größer und kann einen regelrecht erdrücken. Aber wenn man
Zweifel klärt und so einen Brahmana trifft, einen Gelehrten, der Zweifel vertreiben kann, der Fragen gut, entsprechend der Person, ne, genau richtig antworten kann, dann gilt er als besser. Ne? Aber ich finde, die nächste Abstufung ist sehr interessant, vielleicht mit das Interessanteste in dieser ganzen Aufführung. Und besser als er ist jemand, der streng den brahmanischen Prinzipien folgt. So, also da wird unterschieden zwischen einem Brahmana, der den Sinn der Veden kennt, ne? Er weiß, was richtig ist, aber tut es vielleicht nicht immer auch richtig. Ne? Aber er weiß, was richtig ist. Das ist schon mal gut, ne? Zu wissen. Aber vielleicht ist er noch nicht fähig, alles richtig durchzuziehen. Ne? Wie man sagt auf Deutsch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ne? Man will es, man hat es verstanden, aber man kann es nicht immer machen. Ne? Ja, Mangalartig ist super, ich sollte jeden Tag aufstehen, jeden Tag auf der Matte, jeden Tag um 4 Uhr morgens ist das Beste. Wenn man 10 Jahre zur Mangalati geht, ohne Fehl, ist alles, was man spricht, die reine Wahrheit, heißt es. gibt viele solche Segnungen. Ne? Wenn man bestimmte Sadhanas durchführt über eine gewisse Zeit lang, gibt es auch bestimmte, wie sagt man, Ergebnisse, die man bekommt, Segnungen, die man bekommt. Aber man schläft dann trotzdem aus. Ne? So, das ist sehr. Man weiß den Sinn, man hat es verstanden, aber man ist noch nicht fähig, immer alles wirklich durchzuführen. Dann besser als so jemand ist jemand, der das nicht nur für sich selbst verstanden hat, sondern auch anderen erklären kann. Und ist eigentlich ein sehr wichtiges Prinzip. Wenn man etwas, was man verstanden hat, jemand erklärt, dann sinkt es eigentlich bei dem Sprecher noch viel tiefer ein. Also eigentlich ist Sprechen eine der besten Formen zum Lernen, kann man auch sagen. Je mehr man über etwas spricht oder zu jemandem über etwas spricht, etwas erklärt, der Sprecher hat den größeren Nutzen. Weil er sich wirklich bemüht, den Sachverhalt zu verstehen und so zu erklären, dass die Person es annehmen kann. Ich kann mich erinnern, einmal habe ich, da war ein Gast im Berliner Tempel und ich habe ihn erklärt, was wir hier machen. Und ich habe angefangen, so mit ganz einfachen, ne, über den Körper und Reinkarnation und über mehrere Schritte sind wir da hingekommen, dass eigentlich Chanten das Beste ist. Und es war sehr interessant für mich, dann im Nachhinein habe ich gemerkt, stimmt, das habe ich alles schon mal gelesen und jetzt habe ich zum ersten Mal das alles so in einem Paket präsentiert, warum das alles zusammengehört. Wir sind nämlich nicht der materielle Körper, wir sind eine ewige spirituelle Seele und diese ewige spirituelle Seele ist von Natur aus eigentlich von spiritueller Natur. So, wenn wir Zuflucht suchen bei der spirituellen Natur, Hare, Hara, die spirituelle Mutter, Radharani, dann wird sie uns in der spirituellen Realität Zuflucht gewähren und den Dienst Krishnas beschäftigen. So kurz zusammengefasst. Aber das ist alles ein schlüssiges Gesamtkonzept. Das ist nicht nur irgendeine Idee, sondern es ist wirklich ein, oder was spekuliert ist, sondern das ist ein Gesamtkonzept. Und als ich das zu dieser Person alles erklärt habe, hat es für mich am meisten Sinn. Ich hab selber gesagt, ah ja, stimmt wirklich, ne? Das ist wirklich so. Das macht wirklich Sinn. Das ist wirklich alles komplett schlüssig und ich war selber total begeistert, was ich gerade gesagt hatte. Ne? Ich habe mich so selber zugehört sozusagen beim Sprechen und war selber total glücklich. Vielleicht hat sogar die Person gar nicht so sehr verstanden, ne? Aber ich habe es wirklich, ich habe es dann besser verstanden, weil ich es einfach nur erklärt habe. Genau. Und natürlich, und dann, das sind aber, was ich auch vor allem sehr interessant hier finde, ist, dass man durchaus auf dieser Ebene sein kann, dass man andere Leute begeistern kann, überzeugen kann, Zweifel beseitigen kann, aber vielleicht noch nicht streng alle brahminischen Prinzipien folgt. Und warum ist es wichtig, alle Prinzipien zu folgen? Weil je mehr man was man spricht, durch Taten sozusagen hinterlegt ist oder gestärkt ist, umso mehr hat das, was man spricht, einen wirklichen Einschlagkraft oder
ist relevant. Man sagt im Prinzip, dass man nur das, was man wirklich verwirklicht hat, anderen Menschen auch geben kann an Verwirklichung. Was man nur theoretisch gehört hat, das ist, und nur theoretisch so, wie es hier heißt, der erste Stufe ist, wenn man den Sinn der Reden kennt, man weiß, was richtig ist, aber wenn man es nicht wirklich anwendet und lebt, dann kommt es bei den Leuten nicht so gut an. Das habe ich auch schon erlebt auf der Straße. Habe ich so Bücher verteilt und dann Leute haben mich gefragt, ja, was machst du überhaupt hier? Und dann habe ich irgendwas erzählt. Ne? Und dann haben die gesagt, also du klingst wie eine Kassette. Das war das Feedback. Und ich so, okay. Also das habe ich wahrscheinlich nicht verwirklicht. Ne? Es war so, einfach nur so heruntergerattert. Ne? Wie ein Papagei. Ne? Wie ein Papagei. Ein Papagei kann auch alles wiederholen, aber kommt, also der hat überhaupt nichts verstanden, was er da hat, sagt eigentlich. Ne? So, man kann auch wie ein Papagei alles nachplappern, ohne dass es irgendwo in das Verständnis und ins Herzen wirklich eingedrungen ist, ne, was man sagt. Und das ist ein Riesenunterschied. Man kann genau das Gleiche sagen. Ne? Du bist nicht der Körper, man sollte Hare Krishna chanten, wir sind ewige spirituelle Seelen. Aber wenn es einfach nur aus einer Ebene kommt, wo man es noch nicht verwirklicht hat, dann sind die Menschen, die Menschen merken das. Also das berührt einen nicht. Das ist überhaupt nicht inspirierend. Ne? Aber wenn man es verwirklicht hat, dann ist es inspirierend für die Menschen. Ne? Ich habe ganz einfache Lectures gehört. Ne? So einmal eins Krishna-Bewusstsein. Ne? Und total ekstatisch. Total, du bist einfach total happy, einfach so einen verwirklichten Devoti zu hören. Ich kann mich erinnern, in Montreal, in Kanada, war ich im Tempel und da war ein Devoti, der hat eine Lecture gegeben. So eine ganz einfache Sonntagslecture, eigentlich für die Gäste, eigentlich für neue Leute. Aber ich saß da und es war einer der besten Lectures. Ich werde die Lecture nie vergessen. Ganz einfach, aber man hat gespürt, alles, was er sagt, meint er wirklich. Er hat es wirklich verwirkt. Er ist komplett überzeugt davon. Kein Zweifel. Und das hat man so gespürt. Das war total inspirierend. Das war für die Leute, die da waren, auch alle inspiriert. Aber selbst für die Devotees, die jahrelang das schon gehört haben, wenn man es von so jemandem noch einmal hört, dann sinkt es noch einmal tiefer ein. Sagt man, wow, ja, wirklich. Ich bin wirklich nicht der Körper. Ich bin eine spirituelle Seele. Und Chanten ist das Beste. man spürt es. Man spürt es, wenn jemand wirklich aus reinem Herzen spricht, wenn jemand wirklich das, was er spricht, auch lebt. Das ist ganz, ganz wichtig. Man sagt auf Deutsch, man kann nicht Wasser predigen und Wein trinken. Das ist so das klassische Beispiel. Trinkt alle nur Wasser. Viel besser und selber trinkt man Wein. Das geht nicht. Das ist die Idee. Also je mehr man natürlich alles, was man spricht, durch wirkliche Handeln und Prinzipien, die man folgt, hinterlegt ist, dann hat es wirklich Kraft. Und dann wird aber noch eine Abstufung hier gemacht. Das Besser ist jemand natürlich, der von aller materieller Verunreinigung befreit ist. Weil wenn jemand natürlich Prinzipien praktiziert, kann es immer noch sein, dass er Rückschläge erleidet. Ne? Aber wenn er die Prinzipien folgt, ne, und strikt sich bemüht, ist es schon deutlich besser als jemand, der einfach nur weiß und nicht praktiziert. Aber noch besser ist natürlich jemand, der tatsächlich von materieller Verunreinigung befreit ist. Das ist sehr weit weg. In gewisser Weise kann man schon merken, dass es eine Weile dauert, von aller materieller Verunreinigung befreit zu sein. Im Prinzip heißt es, dass in Bhakti-Yoga, neunfachen Pfad von Bhakti-Yoga heißt es Anartha Nivritti. So Anartha Nivritti ist die schwierigste Etappe im hingebungsvollen Dienst. Ne? Im hingebungsvollen Dienst anzufangen geht relativ schnell. Ne? Wenn man ein bisschen Vertrauen hat und ein bisschen Frömmigkeit oder ein bisschen Neugier oder irgendwas, irgendeinen Grund, hat man Vertrauen und hat man denkt, naja, das schaue ich mir an, die Hare Krishnas. Ne? Werden schon nicht so eine gefährliche Sekte sein. Ne? Die werden mich schon nicht einsperren und Gehirn waschen. Ne? Ich schaue es einfach mal an. Und dann geht man in den Tempel und fängt an, darüber zu hören, Dienst zu machen,
Das geht ganz schnell, oft ganz schnell. Innerhalb von 2-3 Jahren, Bhakta Hans von der Straße ist auf einmal Hamsaduta im Tempel. Und ist auf dem Altar und macht Puja und ist Brahmana und chantet und liest und studiert und macht alles. Aber dann, was dann? Dann kommt Anatta Nivritti. Weil dieser Anfang Enthusiasmus währt bei manchen länger, bei manchen kürzer. Aber wenn dieser Anfang Enthusiasmus vergangen ist und diese Anfangsbarmherzigkeit, die man auch bekommt, vergangen ist, dann kommen die Anarthas. Lust, Gier, Neid, Zorn, Illusion, Verrücktheit, was im Herzen gestaut ist. Und das muss jetzt gereinigt werden. Und das ist die schwierigste Phase dann. Wenn man schon denkt, man hat alles erreicht und dann kommt das große Erwachen. Am Anfang haben viele Devotis den reinen Gottgeweihte-Syndrom. Sie denken, sie sind schon komplett reine Gottgeweihte, ganz schnell. Vor allem die jungen Bhaktas haben das ganz schnell. Die merken, ach, die machen alles falsch. Alle machen alles falsch. Und vor allem merkt keiner, wie rein ich bin. Keiner merkt, was für eine besondere... Die können froh sein, dass ich hier bin. Das merken sie aber nicht. Ich bin der Einzige, der es wirklich hier eigentlich richtig macht. Naja, ein bisschen länger bleibe ich schon noch hier. Ich muss ihnen ja helfen. So ungefähr. Und, aber irgendwann kommt das große Erwachen, immer. Und dann merkt man, wo man wirklich steht. Man sieht mehr, man wird introspektiv und man sieht, welche Fehler man hat, welche Schwächen man hat, welche Neigungen man hat, wie man wirklich denkt, wenn man einfach seine Gedanken beobachtet. Wie denkt man wirklich? Denkt man wirklich wie ein Vaishnava, selbstlos, zuvorkommend, wohlwollend, positiv, demütig? Wie denkt man? Was sagt der Geist? Ist dein Geist schon in Tugend oder ist dein Geist noch total in Tamaguna, Rajaguna, voller Neid, etc.? So, das große Erwachen macht einen dann vielleicht Angst, vielleicht Sorge, Zweifel, kommen dann auch noch, werde ich das jemals schaffen? Ist es überhaupt möglich, ein reiner Gottgeweihter zu werden? Und es ist, manchmal wird beschrieben, dass Anatta, wenn man sich die 9 Stufen von hingebungsvollen Dienst so wie Treppenstufen vorstellt, dann gehen die ersten relativ schnell. So, tung, 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 tung. Und dann Anatta Nivritti ist wie so eine Wüste, wie so eine endlose Wüste, wie die Sahara oder Gobi-Wüste. So. Du siehst einfach nicht das andere Ende. Bis den Horizont, Anatta Nivritti. Aber natürlich ist es nicht nur so. Es ist auch so, dass man bereits jede Bemühung in hingebungsvollen Dienst gibt einen gewisse Verwirklichung und Nektar. Man hat schon auch eine gewisse Liebe und Anhaftung und Anziehung an Krishna. Und auch einen höheren Geschmack entwickelt man nach und nach. So, es ist nicht nur eine komplette Wüste. Es ist schon Unterstützung da. Und es gibt viele Menschen, die so Wüsten durch Querungen überlebt haben, weil es immer irgendwie, aber es muss mit Glück, man braucht schon viel Glück. Irgendwie muss noch irgendwo eine Oase sein oder ein anderer Reisender, der auch zufällig durch die Wüste geht und man trifft ihn und er hilft einen. Und so ähnlich ist es in der materiellen Welt auch. Wir vergleichen es meistens wie ein Ozean. Es ist ein Ozean. Ein riesen Ozean, voller Haie, Krokodile, Wale und Piranhas und alle möglichen gefährlichen Fische, die einen verletzen, aufessen können. Aber es ist alles eine Frage von der Perspektive. Es ist alles eine Frage von der Perspektive, weil es wird beschrieben, dass dieser Ozean eigentlich in dem Maße schrumpft, wie man wirklich Zuflucht sucht bei den Lotusfüßen von Krishna. Dieser unüberwindliche Ozean des materiellen Daseins, diese ganzen materiellen Eigenschaften zu überwinden oder Verunreinigung zu überwinden, scheint manchmal unmöglich. Aber es heißt, dass am Ufer dieses Ozeans ein Boot wartet. Nitai Padakamala. Hieß auch das Boot von Somakaswamy in Brasilien.
oder auch in Mayapur heißt auch Nitai Pada Kamala, die Füße Nityananda Prabhus, ne? Die Lotusfüße von Nityananda Prabhu sind immer da. Ne? Sind wie ein Boot. Ne? Und wenn man diesem Boot Zuflucht sucht, schrumpft der ganze Ozean. Und deswegen, weil dieser Ozean schrumpft, ne, zur Größe von einem, das heißt das Wasser, was in den Abdruck eines Kalbes reinpasst, deswegen ist das Boot auch immer da. Das Boot muss nie losfahren und hinten lässt einen alleine da. Das Boot muss nicht losfahren, weil der materielle Ozean im Vergleich zu den Lotusfüßen von Krishna komplett unbedeutend ist. So Anartha Nivritti kann man auf verschiedene Art und Weise, sagt man, da rangehen. Manche Sachen muss man sich damit auseinandersetzen. Ne? Manche Anarthas, die man hat, ne, wenn man sehr stolz ist, ne, oder arrogant ist oder vielleicht auch aggressiv, ne, und andere Devotis vielleicht sogar verletzt, dann muss man sich damit auseinandersetzen und wirklich an sich selber arbeiten. Es gibt manche Sachen, da muss man sagen, mit der rauen Pfeile, ne, ratsch, ne, richtig reingehen und alles, ne, schauen. Warum? Warum bin ich so? Ne? Warum verhalte ich mich so? Aber letztendlich ist unser Vorgang nicht der Vorgang, uns mit den ganzen Anathas auseinanderzusetzen und die zu entwirren, ne? Weil es ist ein Fass ohne Ende. Ne? Es ist so, als versucht man, ein Tintenglas zu reinigen. Ne? Da braucht man sehr, sehr viel Wasser. Ne? Am besten so dickflüssige Tinte. Ich weiß nicht, einmal habe ich so eine dickflüssige Farbe, einen Farbeimer geputzt. Ne? Einen Schwamm, ne? Den Pinsel. Ne? Schon eine halbe Stunde habe ich den Pinsel so gewaschen, da kommt immer noch Farbe raus. Ne? Es hört nicht auf. Ne? So Anartha Nivritti, wenn man versucht, die Anarthas so selber zu putzen, es kann sein, dass man sich da verliert. Ne? Und wenn man sich zu sehr mit den Anarthas beschäftigt, das ist auch eine Dynamik, die man nicht unterschätzen sollte, wenn man sich mit den Anarthas zu sehr beschäftigt, die eigenen Anarthas, aber auch die Anarthas von anderen, dann denkt man, also das Anartha finde ich gar nicht so schlecht. Ne? Ich glaube, das probiere ich noch einmal aus. Ne? So, wenn man zu sehr in die Anarthas hineingeht, können die Anarthas überhand nehmen. Da ist unser Fokus Anarthas einfach nur. Ne? Aber eigentlich ist es so, dass unser Hauptfokus eben, wie ich gesagt habe, eigentlich ist unser Hauptvorgang Sharanagati. Man sollte sich bewusst sein, wie, und Bhaktivinoda Thakur hat es vorgeführt, man sollte sehr ehrlich sagen, ich bin ein Schurke, ich bin total neidisch, total, alle schlechte Eigenschaften, wenn ich wirklich hineinschaue, ich habe sie. Krishna, bitte hilf mir. Krishna, bitte hilf mir. Einfach Zuflucht suchen bei Krishna. Bhaktivinoda Thakur ist manchmal seine Lieder, da wird man ist manchmal vielleicht verwirrt. Ne? Denkt man, ist überhaupt ein reiner Gottgeweihter? Wenn er sowas sagt, ne? Wie schlimm er ist. Ne? Bhaktivinoda Thakur hat, da gibt es ein sehr schönes Buch, empfehle ich jedem zu lesen, der Siebte Goswami heißt es, über Bhaktivinoda Thakur, da kann man sein Leben, Siebte. Es gibt 6 Goswamis und er ist der 7. Goswami. Es ist immer so der 7. Goswami, weil es so eine spezielle Person ist. Und in diesem Buch wird sein ganzes Leben beschrieben. Und Bhaktivinoda Thakur hat einige verschiedene Stufen durchgemacht eigentlich. Ne? Er ist eine ganz traditionelle Kayastha-Familie geboren, glaube ich, die Durga verehrt haben, ne? Und auch Durga-Ritualzeremonien gemacht haben, ne? Wo sie Bali-Pinda mit Ziegen, ne? Ziegenopfer für Kali. Da spritzt kein Charanamrita, sondern Blut am Altar dann. er war ein bisschen davon nicht angetan. Ne? Der war davon eigentlich ziemlich abgeturnt. Und als junger, erfolgreicher Student und dann auch Lehrer und Intellektueller, schon mit 18, 19, war er schon ziemlich unabhängig und hat sich angefangen mit
sämtlichen westlichen oder anderen Religionen, Traditionen, Philosophien auseinandergesetzt. Ne? Bhaktivinoda Thakur konnte Persisch, Arabisch, ne? Englisch, Latein, glaube ich sogar auch, Deutsch, glaube ich sogar auch ein bisschen. Und hat Goethe gelesen. Ne? Bhaktivinoda Thakur hat Goethe gelesen. Und auch Islam und mit allen möglichen Religionen hat er sich auseinandergesetzt. Und er ist dann dem Christentum sehr zugeneigt gewesen. Ne? Hat sich eigentlich mit dem Charakter von Jesus Christus sehr identifiziert. Und erst später, als er von Chaitanya Mahaprabhu gehört hat, hat er sich angefangen, mehr mit Krishna auseinanderzusetzen. Aber erst, als er das Chaitanya Charitamrita gefunden hat, war er überzeugt. Es wird beschrieben auch, dass Bhaktivinoda Thakur eigentlich von den vedischen Schriften, dann, als er angefangen hat, die Upanishaden zu studieren, mehr und mehr überzeugt war. Aber die Schlussfolgerung vom Bhagavatam, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes sein soll, fand er nicht so überzeugend. Er dachte, was, Krishna? Dieses skandalöse, ne, Mädchenjäger oder Schürzenjäger, so ein Schürzenheld, oder wie heißt das? Ne, der soll die höchste Persönlichkeit Gottes sein, ne, der nachts mit den verheirateten Mädchen, ne, tanzt. Das ist doch skandalös und unmoralisch. Wie kann das die höchste Persönlichkeit Gottes sein? Und dann hat er Chaitanya Charitamrita gelesen und dann war er überzeugt. Weil das Chaitanya Charitamrita erklärt ganz systematisch, warum Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ne, und was für eine Stellung er hat. Und vor allem, wie er Akhila Rasamrita Murti ist, wie er die Fähigkeit hat, alle Gefühlsregungen, Emotionen, Wünsche, die wir haben, perfekt zu erwidern und zu erfüllen. Ne? Alles. Ne? Es gibt nichts, was Krishna uns nicht erfüllen kann, einen Wunsch und Gefühl. Und das zeigt sich auch in allen Seiten. Also man kann Krishna dienen, als König oder als Freund haben, als Vater, ne, als Ehemann oder sogar, ne, uneheliche Liebe. Ne? Parakya Rasa gibt es auch an Krishna. Ne? Aber was in der spirituellen Welt das Höchste ist, ist in der materiellen Welt das Verwerflichste. Bhaktivinoda Thakur ist da ein unglaublich gutes Beispiel, weil er eigentlich, man kann zu Bhaktivinoda Thakur sehr, sagt man, gerade für westliche Devotees, die aus dem Christentum kommen oder aus einem keine Vaishnava-Hintergrund haben, Bhaktivinoda Thakur ist da das ideale Beispiel, der auch diesen Werdegang hatte selbst. Er wurde selbst Devoti sozusagen und hat dann auch manche Gewohnheiten erst abgelegt, als er gesagt hat, okay, jetzt nehme ich Einweihung, jetzt lege ich all diese schlechten Gewohnheiten ab. Hat er ganz bewusst abgelegt, schlechte Gewohnheiten, die er vorher auch hatte. Genau, und besser als diejenigen, die von materieller Verunreinigung befreit sind, ist ein reiner Gottgeweihter, der hingebungsvollen Dienst ausführt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. So selbstloser hingebungsvollen Dienst, das ist dann natürlich dann das Allerhöchste. So einen solchen Gottgeweihter zu treffen oder zu werden, ist das Ziel. Okay, wir machen hier Schluss. Vielleicht hat jemand noch eine Frage, eine Ergänzung. Ansonsten machen wir Schluss. Grantra Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhaktavrinda ki jai.